So, wir sind jetzt auf ITB Berlin bei Köln Tourismus zu Gast. Ja, wie sind die ersten Eindrücke von dieser ITB? Ja, die sind wirklich überwältigend. Wir haben gestern schon am ersten Tag deutlich mehr Besucher gehabt als im Vorjahreszeitraum und wir sind sehr zuversichtlich, dass es bis zum Sonntag eine starke Nachfrage bleiben wird. Der russische Markt spielt auch eine enorme Rolle in Köln. Wie ist die Entwicklung in dieser Hinsicht? Ja, der russische Markt ist ein wichtiger Quellmarkt für die Reisedestination Köln, ist aber leider im Jahr 2014 etwas zurückgegangen, um etwa 13%. Das bedauern wir sehr und hoffen, dass die Krise möglichst bald überwunden wird und unsere russischen Gäste wieder verstärkt nach Köln kommen. Wobei man natürlich auch anmerken muss, dass es jahrelang keinen Zuwachs gegeben hat, ne, im zweistelligen Bereich. Ja, viele Jahre sind wir bis zu 30% im Jahr gewachsen, was den russischen Markt betrifft. Und da sind wir auch sehr stolz drauf und haben diese gute Entwicklung sehr genossen. Was interessiert die Russen am meisten an Köln? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Ich glaube, es ist die Geschichte, es ist die historische Substanz einer 2000 Jahre gewachsenen Metropole in Deutschland. Der Rhein ist ein wichtiges Element, die Schifffahrt auf dem Rhein, aber auch das Einkaufen in der Wirtschaftsmetropole Köln mit der großen Auswahl an Geschäften. Was bietet Köln im Jahr 2015? Im Jahr 2015 steht Köln im Zeichen der Wiedereröffnung der Bühnen. In den 50er Jahren hat Köln eine hervorragende Oper damals neu gebaut unter dem Architekten Riepan. Und dieses Opernhaus, dieses Schauspielhaus wird mit einer Kinderoper beispielsweise als Alleinstellungsmerkmal im November wiedereröffnet. Und das beflügelt unsere ganzen Aktivitäten. Okay, super, vielen Dank.